zusammen. Und herzlich willkommen bei den Dice Brothers, dem YouTube-Channel von Blockspiele.de. Heute wieder mit dem Yogi und dem Dan. Und es ist Dienstag, morgen Abend, Nachmittag, wann auch immer ihr es seht. Vielleicht ist es auch schon Mittwoch bei euch, ist egal. Aber grundsätzlich ist jetzt Dienstag und es ist Zeit für ein neues Vorgestellt. Und wir haben mal wieder unser Spieleregal durchsucht, weil wir sind gar nicht auf der Suche nach den aktuellen Spielen derzeit, weil es ist auch ein bisschen wenig, nicht ganz so viel los, was derzeit so neue Spiele angeht. Und wir nutzen einfach ein bisschen die Gelegenheit, Schätzchen, und das kann man jetzt hier tatsächlich auch so ein bisschen wörtlich nehmen, Schätzchen aus dem Regal zu suchen und euch mal so richtige coole Spiele, die wir auch für echt als geil erachten, mal vorzustellen. Mit denen wir halt aus irgendeinem Grund eine Menge Spaß hatten. Genau. Oh. Nicht ganz top aktuell. Und Schätzchen, das Thema Schatz soll uns jetzt auch begleiten, denn es geht auf die Schatzinsel oder Treasure Island im Englischen. Ganz genau. Erschienen im Pegasus Verlag vor einiger Zeit schon, ehrlicherweise. Ich weiß gar nicht, wo man das Spiel jetzt genau ist. Kann ich dir sagen, also das Englische ist auf der Spiel 2019 erschienen. Bei Matago, ne? Sehe ich gerade. Genau. Ne? Da habe ich es nämlich damals Probe gespielt und war total begeistert. Zu Recht. Denn es ist wirklich so, bei Treasure Island gehen zwei Spieler mindestens notwendig, also kein Solo-Modus, das macht wirklich in dem Spiel auch keinen Sinn. Bis zu fünf Spieler. Ein Spieler ist quasi der geschasste Captain Long John Silver. Und der Rest ist seine meuternde Crew. Genau. Long John Silver sitzt quasi am Anfang noch im Knast. Wird eingeknastet von seinen Leuten. Ne? Und entkommt irgendwann und muss dann den Schatz bergen und damit abhauen, bevor die anderen Piraten halt den Schatz ausfindig gemacht haben. Genau, denn Long John Silver hat natürlich, bevor er eingeknastet wurde, das ist ja klar, das Gold versteckt. Den Schatz versteckt, genau. Und die Crew will natürlich diesen Schatz finden auf der guten Treasure Island. In dem Fall hat die keinen anderen Namen. Und die gehen dann auf Suche. Ne? Genau. Und die Spieler erhalten dann so im Laufe der Zeit den einen oder anderen Tipp. Also Long John Silver muss Tipps geben. Das ist das Problem. Also zum Spielprinzip ist halt ein typisches Deduktionsspiel. Ne? Ich muss halt versuchen, über Fragen und Karten, die mir gezeigt werden, mit Hinweisen versuchen einzugrenzen, wo der Schatz sich befinden könnte. Genau, und das ist aber auch, wie man so schön sagt, der Unique Selling Point in diesem Spiel. Denn, das müssen wir euch zeigen, das ist nämlich ganz schwer so zu erklären. Das ist nämlich wirklich geil und das triggert einen auch wirklich. Also zum einen gibt es hier mehrere Dinge, mehrere Spielpläne hier, die hier drin sind. Das ist zum einen einmal die Kalendertafel quasi. Genau, ne? Das ist quasi der Timer, ne, wie lange das Spiel geht. Ja. Aber das ist gar nicht der spannende Teil. Der spannende Teil ist quasi wirklich der Spielplan. Den es in zwei Versionen gibt. Ich halte ihn einmal vor uns. Ich verstecke uns mal einmal in der topografischen Karte, wie man so schaut, also bunten Version. Es gibt ihn auch tatsächlich einmal in so ich nenne es mal schwarz-weiß, eigentlich eher so beige-grau oder beige. Hat Vor- und Nachteile. Bei den beigen sieht man so die Bereiche besser, kommen wir gleich zu. Ne? Bei den bunten kann man das nicht ganz so gut erkennen. Jetzt nehmen wir es doch mal die Sidecam. Aber das bunte Artwork einfach geil. Aber dafür, ne? Muss man sagen, ist das bunte Artwork einfach viel geiler. So, ne? Und dieser Plan ist dazu gemacht, um darauf herumzumalen. Das muss man wirklich sagen. Und das sieht man jetzt in der Kamera gar nicht so extrem. Ist auch gar nicht so stark beschichtet, also es fühlt sich jetzt nicht irgendwie so mega rutschig oder so an. Aber es ist so unfassbar geil, weil ihr habt halt hier lauter bunte Stifte, ne, für jede Spielerfarbe. Genau. Und ich packe gerade mal hier alles aus, das kann man alles ruhig mal zeigen. Ne, jeder übernimmt halt die Rolle eines Charakters. Die sind auch alle, jeder kriegt dann also einen eigenen Sichtschirm. Und jeder hat auch eine Spezialfähigkeit, tatsächlich, die anderen nicht haben. Mhm. Ne, das kann man schon mal dazu sagen, aber dann packe ich die wieder weg, weil die brauchen wir danach nicht mehr. Und ihr habt dann halt verschiedene Schablonen und Abstandsanzeige und so weiter, mit denen ihr euch über den Spielplan bewegt. Na, also ihr habt auch Figuren. Die Figuren. Genau, das sind hier die Figuren. Nette kleine Modelle, so hier, kannst du mal. Ja. Ich sag mal, je nach Fähigkeit könnt ihr euch dann halt hier, ne, irgendwo
in Bewegungsradius bewegen. Und dann sagt er, okay, ich mache halt eine kleine Suche zum Beispiel. Dann knallt er da halt den kleinen Ring dran und malt halt, ne, außen oder innen einen Kreis rein. Und das Ganze gibt es auch nochmal als große Suche. Und dann sagt ihr, ne, so, Long John Silver, du musst mir jetzt sagen, habe ich deinen Schatz gefunden oder nicht. Genau, Long John Silver muss im Vorfeld, hat der natürlich ja auch so seine persönliche Karte. Ja, da zeichnet er natürlich vorher, bevor alle loslegen, ein, wo er den Schatz versteckt hat. Es gibt natürlich bestimmte Spielregeln, wo man ihn nicht hinlegen darf. Ne? Weil man darf zum Beispiel, das sieht man hier auf dem Plan ganz gut, hier auf den Gebirgen innerhalb der roten Linien darf keiner sich bewegen. Da darf der Schatz natürlich nicht liegen. Ne? Der darf natürlich auch nicht, der darf auch hinter den roten Linien nicht mitten im Ozean untergebracht werden. Ne? Wo kann man das hier mal sehen? Hier sieht man ja schon, hier darf der natürlich auch nicht liegen. Da kann ja keiner hin. Ne? Aber alles, was auf dem Land ist, ist komplett erlaubt, auch im Wasser, meine ich. Man darf den ruhig so im seichten Wasser auch versenkt haben. Jeder Spieler hat dann hinter seinem Sichtschirm seinen eigenen Plan und kann dann darauf abstreichen, wo er schon gesucht hat, wo es nicht sein kann. Denn jeder Spieler kriegt auch zu Beginn, wie es bei einem guten Deduktionsspiel notwendig ist, von Long John Silver eine Karte auskennig mit dem Tipp, wo es nicht ist. Den kriegt nur er, ja, alle anderen kriegen einen anderen Tipp. Weiß gar nicht. Das Geile ist, Long John Silver gibt zwischendurch auch generell ja Hinweise, ne? Also er muss ja zwischendurch Hinweise geben. Aber ihr seht hier auf der Karte schon so Fragezeichenmarker angedeutet. Da erhält der Long John Silver so Fragezeichen-Dinger. Und mit denen ist es ihm erlaubt, wenn er möchte, zwischendurch auch zu flunkern. Er muss nicht flunkern. Er kann auch einfach so einen Fragezeichenmarker dahin legen. Und da ist dann trotzdem die Wahrheit drunter. Na, aber es kann halt auch einfach ein gelogener Hinweis sein. Genau, und das muss man dann halt abschätzen. Ne? Und es ist halt wirklich geil, weil man tatsächlich alle seine Wege auf diesem Spielplan nachmalen soll und muss, damit das nachvollziehbar ist. Ja? Es gibt ja auch tatsächlich so ein wirklich... Ein Zirkel. Es gibt hier das hier, ne? Da kann man hier mit einzeichnen. Es gibt wirklich auch einen Tipp, da muss Long John... wirklich mit einem Zirkel hier, also wirklich so ein Riesending, wirklich einen Riesenkreis malen, wo es nicht sein kann. Ne? Hier gibt es auch nochmal ein Entfernungsmesser. Das ist richtig guter Stuff und das macht richtig Bock. Und auch alles Bock. Wertiges Material. Ne? Das ist so richtig, ja, total cool. Stabiles Plastik hier, also das ist schon cool. Ne? Ne? Ein bisschen Sorgen hatte ich mir gemacht wegen den Stiften. Ne? Weil die ja nun mal auch in den Zirkel passen müssen. Na, ich habe mir aber sagen lassen, das ist trotzdem eine gewisse Universalgröße. Ja. Das heißt, die kriegt man auch relativ locker nachgekauft. Auf jeden Fall. Und das ist übrigens der Plan, den ihr gerade gesehen habt, der wurde schon mehrmals benutzt. Das heißt, das ist auch schon mehrmals abgewischt worden. Man kann da einfach mit dem Zewa oder was, oder mit so einem Küchenkrepp oder was, einfach drüber wischen, ja, weg ist es. Kriegt man super locker. Super locker weg. Und das sieht dann auch nicht total benutzt aus. Also die Sachen sind wirklich mehrmals in Benutzung gewesen schon und absolut wie beim ersten Mal. Ne? Ja. Richtig geil. Und es ist halt so, das geht dann halt so, die Tipps kommen dann halt nach und nach und tja, Dungeon Silver hat halt die Schwierigkeit zu gucken, naja, was für Tipps gebe ich? Ich will ja schon, du musst ja irgendwelche Tipps geben, die auch stimmen, aber natürlich will ich nicht, dass der Schatz gefunden wird, denn ab einem bestimmten Zeitpunkt breche ich aus. Ich glaube, das ist irgendwo, wo steht es? Irgendwo auf dem Plan steht der Ausbruch. Ich weiß es gar nicht. Irgendwo steht das, wo ich ausbreche. Und dann muss ich als Long John Silver versuchen, als Erster bei meinem Schatz anzukommen. Dann sehen die anderen natürlich, in welche Richtung ich laufe. Das heißt, das muss ich natürlich auch noch in gewisser Weise sehr geschickt anstellen, dass dann natürlich nicht die große Suche genau da stattfindet, wo ich leider meinen Schatz hingelegt habe. Weil dann war es das. Ja, muss halt so ein bisschen Haken schlagen oder so, ne? Ja, aber ja, also... Das ist nochmal so ein netter Sidekick, ne, dass am Ende halt dann nochmal so eine Verfolgungsjagd quasi stattfindet und eine Einschätzung, wo rennt der jetzt gerade hin, ne, um ihn aufzuhalten und den Schatz dann doch noch vor ihm zu bergen. Ja, ist auf jeden Fall super spannend, super witzig, macht echt Laune. Mega cool. Mega cool. Man muss dazu sagen, in großer Runde, also es ist, glaube ich, bis zu 5 Spieler spielbar. Ne? Ja, bis 5 Spieler. Mhm. In großer Runde natürlich deutlich spannender, als wenn du jetzt irgendwie zu dritt spielst oder so. Eindeutig, ne? Hier sehen wir uns diese Tippkarten mal. Jeder kriegt halt so einen, da sieht man halt so einen Bereich, ne, da ist so ein Totenkopf drauf, da kann der Schatz dann halt zum Beispiel nicht liegen. Ne? Das ist halt, da kriegt jeder eine andere Karte
Und das ist halt das, was ich immer schon mal sagte. Ne? Das, dann hat man einen Wissensvorsprung an einer Stelle zumindest. Ja. Also. Dass mir einfällt. Da ist noch die Schatztruhe drin, ne? Ja, das ist auch. Das Gimmick haben wir noch gar nicht gezeigt. Nee, ist noch nicht gezeigt. Muss weil, sein. Ja, wenn ich dann den Schatz suche, dann ist es so, dass Long John Silver so eine Schatztruhe hat. Und da kann er dann halt den Schatz reinlegen oder nicht. Und dann übergibt er halt die Schatztruhe an den Suchenden und der guckt rein, ob da ein Schatz drin ist oder nicht. Das ist schon mega witzig. Ja, auf jeden Fall. Das ist total cool. Die anderen wissen nicht, was drin ist. Ne? Das macht auch nochmal so einen Reiz aus. Ne? Also es ist wirklich eine Schatzsuche für alle. Ne? Und was dieses Spiel halt so besonders macht, erstmal, ich meine, klar, man muss natürlich als Nachteil vielleicht sagen, das kann auch in 2 Minuten vorbei sein. Ne? Weil wenn Long John Silver so geschickt ist und das direkt hinter den Startplatz von dem Spieler liegt und der denkt, haha, das hat er bestimmt gemacht und sucht direkt hinter sich und findet ihn sofort, das kann natürlich passieren, dann ist das Spiel sofort vorbei. Aber dann ist es die Gelegenheit, eine neue Partie zu starten. Ja. Ne? Also das geht ja dann wirklich schnell. Aber das passiert äußerst selten. Ne? Also es passiert äußerst selten, dass wirklich der Schatz sofort geborgen wird. Ja, passiert selten. Und es macht wirklich Laune. Das muss man wirklich sagen, weil es auch so was Besonderes ist. Und ihr glaubt gar nicht, wie oft es vorkommt, dass man nur wenige Millimeter an dem Schatz vorbeischrappt oder so. Ne? Das kann schon ganz schön bitter sein. Das kann wirklich ganz schön bitter sein. Es ist wirklich eine geile Nummer, weil es wirklich auch so unique ist. Also ich kenne auch wirklich kein Spiel, was das so macht, ähnlicherweise. Also dass man jetzt inzwischen mit Stiften auf den Plänen malt, ist ja nicht mehr ganz so neu. Aber als das Spiel kam, war das wirklich nicht gang und gäbe, dass solche Stifte, so abrubbelbare Stifte in den Spielen drin waren. Jetzt, ja, kennt man auch heutzutage eher aus den Roll and Rides. Ne? Überall, ja. Genau. Das war aber das in so einem Spiel sehr selten. Und hier, ich sag mal so, das sind Notizblöcke für die Spieler, das ist geil. Da soll man auch mit diesen Stiften einfach seine Notizen drauf machen. Das ist einfach alles so in diesem Stil gedacht. Ne? Also hat mir auch super gut gefallen. Ne? Kommt immer mal wieder gerne auf den Tisch. Vor allem, weil es auch nicht super lange dauert. Ne? Also in einer Stunde ist das runtergespielt. Maximal. Voll gut. Also ich muss auch sagen, also ich habe bisher selten irgendwie gehört, das will ich nicht mehr spielen, das hat keinen Spaß gemacht oder so. Und ich muss sagen, es ist natürlich, also am spannendsten ist natürlich schon der Job des Long John Silver. Das muss man schon sagen. Ja. Der macht zwar gefühlt, läuft ja nicht über die Insel die ganze Zeit, aber da ist das meiste Brain natürlich. Dieses Interagieren, ne? Und sich denken, was spiele ich jetzt aus, was spiele ich nicht aus. Welchen Tipp kann ich geben, welchen nicht? Verarsche ich die jetzt, verarsche ich die nicht? Ja, das ist, ich glaube, das ist schon der spannendste Teil. Aber es geht natürlich auch nichts darüber, wenn ich als Crewmitglied den Schatz finde. Mhm. Das ist natürlich schon geil, weil ich muss sagen, es wurde auch schon sehr häufig der Schatz nicht gefunden. Mhm. Also wirklich, als Long John Silver hat man wirklich auch gute Chancen, das Spiel zu gewinnen. Wenn man sich einigermaßen geschickt anstellt, was die Tipps angeht, gute Chancen, das zu schaffen. Ja, weil ja auch gar nicht so extrem viele Suchen stattfinden quasi, ne? Nee, man muss dazu sagen, man hat ja mehrere Möglichkeiten, wenn man dran ist. Ne? Zum Beispiel, man kann ja immer einen kurzen Weg laufen, eine kleine Suche machen. Man kann stehen bleiben, eine große Suche machen oder man kann zweimal laufen oder so. Ne? Das sind so die typischen Aktionen, die man machen kann. Und dann, jeder hat natürlich auch so Spezialaktionen. Ich will jetzt gar nicht so drauf eingehen, aber da hat jeder hier so ein, ganz im Detail drauf eingehen, sagen wir es mal so. Ich gehe natürlich schon gerade drauf ein. Da hat jeder hier so ein Zettel nenne ich mal mit seinen Aktionen, die er einmal pro Spiel zum Beispiel machen kann. Die kann man dann so abhaken. Da unten, das zum Beispiel heißt, ich darf mir so Tipps angucken, ob das geflunkert ist oder ob das stimmt. Ne? Und verrat natürlich nicht, das muss man aber abhaken zum Beispiel. Ne? Also man kann noch ein paar Sachen mehr machen, um da irgendwie hinterzukommen. Das ist aber auch notwendig tatsächlich. Weißt du, also es gibt eine Erweiterung dazu. Entweder gibt es die schon oder erscheint in Kürze, weiß ich jetzt gar nicht. Ich glaube nur auf Englisch. Weiß, die ist aber auf Deutsch definitiv auch angekündigt, das weiß ich jetzt. Ja, das weiß ich, ja. Weißt du, was die reinbringt? Nee. Okay. Ehrlicherweise nicht. Asche auf mein Haupt. Recherche 6, jo. Aber wir wollten ja auch gar nicht die Erweiterung vorstellen, sondern das Grundspiel. Es gibt Erweiterungen oder es wird im Deutschen zumindest auch die Erweiterung geben. Werde ich mich auch mit beschäftigen, wenn sie denn da ist. Und dann müssen wir mal gucken. Aber das ist auf jeden Fall. Das Spiel wollten wir euch auf jeden Fall nicht vorenthalten, weil es wirklich nochmal was Besonderes ist. Und ja, und es ist tatsächlich auch, was steht hier drauf? Ein Kenner, ne? Also die haben es als Kenner. Du kannst aber eigentlich als Familie Plus spielen. Ja, also. Das würde ich auch sagen. Ich finde, Kenner ist hier sehr hochgestochen, denn
Die also Regeln, für den Long John Silver vielleicht ja, weil der halt schon ein bisschen mehr mit Bedacht agieren muss und so, ne? Okay. Aber jetzt für die Crew an sich? Nee, denke ich auch. Also ich glaube, derjenige, der das Spiel kennt, sollte vielleicht am Anfang den Long John Silver spielen, einfach um den Leuten so ein Gefühl dafür zu geben, wie das funktioniert. Das glaube ich schon, dass das Sinn macht. Ja. Aber das hat ja auch eine Lernkurve. Wenn ich einmal derjenige war, der danach gesucht hat, kann ich auch den Long John Silver versuchen. Also das ist nicht so das Problem. Ja, durchaus. Also ich denke auch eher, dass es so Familie plus ist als Kenner. Und ich gebe dir recht, als Long John Silver, ja, okay, da vielleicht schon als Kenner. Ja, ein geiles Teil. Mir gibt es dazu eigentlich fast gar nichts zu sagen. Wenn ihr natürlich noch was habt, wenn ihr sagt, ihr habt die Erweiterung schon gespielt, dann schreibt uns natürlich auch gerne mal rein, was die dazu bringt. Wissen wir jetzt tatsächlich an der Stelle gar nicht so genau. Wenn ihr sagt, wir haben die Hälfte vergessen oder das muss man auch noch erwähnen, bitte, bitte in die Kommentare schreiben. Dann äußern wir uns dazu. Wenn ihr glaubt, wir haben nur Kokolos erzählt, das ist der letzte Ranz hier, dann könnt ihr das auch gerne schreiben. Sehen wir aber trotzdem anders, nehmt es uns nicht übel. Und ja, gerne alles, was euch dazu einfällt, eure Meinung, gerne alles in die Kommentare. Auf jeden Fall. Ja. Ja, das war es schon wieder von uns. Dann, wenn es euch gefallen hat, was tut ihr dann? Daumen nach oben da lassen. Genau, oder noch besser ein Abo. Hilft uns natürlich sehr weiter. Dann schaffen wir es vielleicht, unser kleines Ziel bis Ende des Jahres vielleicht doch eine gewisse Abonnentenzahl zu erreichen. Derer 500 wäre schön, wenn wir das schaffen. Dann lassen wir uns sicherlich was für einfallen, wenn wir das schaffen. Also ihr könnt da mithelfen und bestimmt dann gibt es bestimmt eine Kleinigkeit zu gewinnen bei uns auf dem Kanal. Bin ein guter Dinge. Ich auch. Aber dafür brauchen wir noch ein paar Leute. Also bitte empfehlt uns weiter, abonniert uns und seid dabei. Wenn es bei uns wieder heißt, vorgestellt, kurz vorgestellt, Lieblingsspiel und was wir alles sonst so für euch machen. Regalplatz cool. Gesucht. Regalplatz gesucht, genau. Also, wenn es da was gibt oder wenn ihr dazu Bock habt, seid das nächste Mal wieder dabei. Haut rein. Macht's gut, ihr Lieben. Ciao. Tschüss.